Wir sind wieder hier dabei am eisigen Hang von Winterfeste und wir befinden uns immer noch in dem Kampf gegen einen bösen, großen, bösen alten Wolf, der dann jetzt beendet ist und ich kann gemütlich meine Begrüßung beenden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Tommy und bin nicht raus, sondern heiße euch recht herzlich willkommen. So. So, da war ich noch in der Abmoderation, oder schon wieder in der Abmoderation, dabei habe ich euch noch gar nichts gezeigt. So. Alles klar, ich weiß nochmal zwischen den Folgen mal ein bisschen Kaffee machen. Denn mit Kaffee geht alles ein bisschen viel besser. Und außerdem war ich ein bisschen träge. Ich war ein bisschen träge von den letzten Urlaubstagen. Aber nicht träge, weil ich irgendwie K.O. war oder so, sondern einfach, weil man so einfach mal so 4-5 Tage lang richtig gechillt hat. Ich war nicht am Rechner, ich habe so gar nichts gemacht. Wir haben ein paar schöne Tage verbracht, wir haben die Blacklist geschaut, noch ein paar andere Sachen, die wir so gerade aktuell schauen. Und ja, jetzt geht es quasi wieder ein bisschen los und jetzt freue ich mich auch darauf, hier bei Skyrim weiter zu spielen. Und jetzt müssen wir irgendwie gegen diese Bären kämpfen. Warte mal. Da muss ich mal gucken, wie wir das am besten machen. Am besten gehe ich mal kurz in meine Fertigkeiten rein. Wir haben ein Talent zu verbessern. Totenbeschwörung, Wiederbitte, Untotenbitte. So, Elementarkraft. Das können wir noch nicht machen. Atromantie. Totenbeschwörung. So, Bindung zu Oblivion. So, beschworene Waffen verbannen beschworene Wesen und vertreiben die Kreaturen. Und so weiter und so fort. So, Seelen, die. Okay. Beschwörung. So. Ja. So. Die Beschwörung ist auf dem besten Wege zur Fertigstellung. Ah, dauert noch ein ganzes Stückchen. Ganzes Stückchen wird es noch dauern. Aber so muss das sein. Ihr Lieben. So. Dann haben wir die guten, so, beschworene Bogen. So, und der Höhlenbär hat es ein bisschen schwer da drüben, denn er muss... So schlecht ist der beschworene Bogen gar nicht, ne? Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Der ist eigentlich schon ziemlich mächtig. Hab ich so den Eindruck. So, wo ist er denn? Der Bär. Einen haben wir noch. Oder? Eigentlich ja schon, ne? Ich frage mich nur, wo er ist. Alter, hab ich mich erschrocken. So, ihr Lieben, der Bär hat hier diesen durchaus sehr attraktiven Hawker niedergestreckt. So, Hawkerfleisch, Hawkerzahn. So, das ist der Hawker aus Mozart. So. Dann gibt es hier irgendwas? Gibt es hier eine Höhle? Oder ist das hier alles nur Deko? Scheint alles nur Deko. Hey, aufpassen! Ja, halt mal. Ein Ball flach, mein Lieber. So, darüber müssen wir.
Die Aufnahme läuft übrigens. Gar nicht so verkehrt, ne? So. Wrack von Telfos. Halte durch, mein Bruder. Halte durch, Junge, halte durch. Ah, festgebackt. Haha. Huh. Ist noch jemand dabei? Dann kann man mal schauen. So. Gucken wir mal. So, die Banditenanführerin hat ein Elfenschwert und Elfendolch geholt. Und viele ganz tolle andere Sachen. Und so, was hat der? So, ich trage zu viel mal wieder. So, Bekleidung. Vielleicht können wir ein bisschen was rauswerfen. So, die Schuppen Hornrüstung. Die wiegt natürlich ein bisschen mehr. Ach, ich müsste eigentlich mal. Eigentlich müsste ich mal. Zwergenschild ist schwere Rüstung. Das ist alles schwere Rüstung. So, ein Eisenschild. Komm, das Eisenschild werden wir mal hier lassen. Ach so. So. Das Eisenschild bleibt hier. Dann haben wir noch 6. Hier die Fellstiefel. Das hat keinen Wert. So, die orkischen. Das ist natürlich... Das hat alles einen gewissen Wert. So, Stiefel können wir hier lassen. Vampirrüstung zur Zerstörung. So, Vampirstiefel. Gewicht 2. Und der winterfeste Wachenhelm. Lass mal den auch mal hier. So. Okay, pass mal auf. Was soll ich jetzt machen? Wir haben das Wrack ja jetzt erstmal so weit entdeckt. So, dann werden wir mal... Und weißt du, was wir bei dieser Gelegenheit einfach mal machen? Wir werden mal nach Rifton reisen. Und in Rifton werden wir erstens eine Quest beenden und dort sämtliche Läden abklappern. Das haben wir auch übrigens schon länger nicht mehr gemacht. Wir waren also länger nicht... Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Mein Gute. Passt auf euch auf. Vielleicht gibt's hier eine Olle. Haben wir auch schon lange nicht mehr probiert, ne? Es ist so schön, euch wiederzusehen. Die nehmen wir nicht. Wenn ihr auf ein Almosen aus seid, dann müsst ihr mit meinem Mann sprechen. Könnt ihr nicht an meinem Rüstungsstand auf dem Markt vorbeikommen? Oder wollt ihr unbedingt trainieren? Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. So, mal überlegen. Was braucht ihr? Wo gehen wir denn jetzt hier mal hin? Ich glaube, wir müssen eh warten. Ich glaube, ich gucke auch gleich nochmal hier in das... Waisenhaus Ehrenhall. Mich würde mal interessieren, wie kann ich es eigentlich bewerkstelligen,
Die sind alle am Ratzen. Pass mal auf, schnell speichern. Die sind ja alle am Ratzen, weißt du? Kehle? Das ist Kaelod! Ich kann euch nicht besiegen! Ich kann euch nicht besiegen! Okay, das hat nicht geklappt. Oder muss das denn auch dann auch so sein? Ich weiß es nicht. Das funktioniert im Übrigen jetzt auch nicht. Okay, so schlau waren wir schon mal. Ich glaube, wir haben das auch schon mal so gemacht. Ich glaube, wir hatten das mal schon von der Art irgendwie versucht. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch ein wunderbares gemeinsames Leben. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch ein wunderbares gemeinsames Leben. Mercurio, weißt du etwas, was ich nicht weiß? Ist das ein Amulett von Mara? Okay. Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist. Geht ihr voran. Okay, mal überlegen. Ich bin noch nicht verheiratet, aber die gute Frau im Kinderheim, die wünscht mir alles Gute. Echt jetzt? Okay, pass auf. Wir warten jetzt erstmal ein paar Stündchen. So. 4 Stündchen müsste reichen. Dann müssten die werten Damen und Herren auch wieder zurück an ihren Ständen sein. So, Madesi, mein Guter. Grüße, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Ja. Seht es euch an. So, der gute Mann, der hat ein paar Sachen dabei. So. Hatten wir nicht eine Quest, wo wir irgendwie jemanden irgendwelche Amethyste bringen müssen? Passt auf euch auf. Warte mal. Ja, wir haben hier so ein paar Sachen. Finde feingemahlene. Die Legende von Gauldur. Dämmerwacht. So, die Wiederbeschaffung. Bring jetzt rüber. Das Hund von Jürgen Windrufer. In deinen Besitz. Landläufer. Werden wir mal aktivieren. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. So, du warst der Diebes. Seid ihr bereit, Geld zu verdienen? Darf ich euch einige edle Waren? Was habt ihr zu verkaufen? Ich werfe gerne einen Blick darauf. So, was gibt's denn hier? Was kann ich denn hier verkaufen? Ich möchte gerne schwere Sachen loswerden, bitte. So, zum Beispiel dieses Schwert, dieses Stahlschwert, diese Stahlpfeile haben ein Wert. So, der Stab, der Eisstacheln, den möchte ich auch loswerden. Die Spitzhacke. Rundis Dolch. Orkische Pfeile. So, Elfenschwert. Elfendolch. So. Geschmeidiger alter Nordbogen, der kann dann auch mal weg. So, Bekleidung. Blaue Magierrobe, Falmerschild. Ist derzeit. Achso. Nein! Mann! So, die brauche ich doch noch.
7 Fell, Holzkohle. So, die Dietriche brauche ich nicht. Die werde ich dann wahrscheinlich zuhauf haben irgendwann. So, leichte Elfenhandschuhe ist. Will ich jetzt hier nicht verkaufen. Also die orkischen. Warte mal. So, Zwergenschwert Muskelkraft. Zwergenschild hat ein Gewicht von 12. So, die winterfester Wachenrüstung. Vampirrüstung der Zerstörung. Stahlplattenstiefel. Stahlplatten. Handschuhe. So. Dann hat der gute Mann noch ein Gold. So. Alles, was ihr finden könnt, wäre eine große Hilfe. Viel Glück. So, kauft echtes Falmerblut-Elixier. Lebt tausende von Jahren. Lest die Gedanken anderer Menschen. So, Greg. Ja, ja. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Geh mal bitte in deinen Laden rein. Ich möchte sehr gerne mal ein bisschen was von dir kaufen. Edelsteine, Tränke, exotische Zutaten. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? So. Wenn nicht, dann verschwindet. Ich möchte gerne etwas. Werdet zum Tiger im Bett oder zertretet eure Feinde. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold. Wollt ihr euch den ganzen Tag. So. Alles, was ich in der Auslage habe. Was habt ihr zu verkaufen? Okay, so, die Gute war noch nicht ganz da. Hat ihren Kaffee noch nicht getrunken und ich werde gleich meinen Kaffee holen. Denn dann ist der gute Kaffee nämlich durch. Wahrscheinlich ist er das auch schon seit 10 Minuten. Aber je länger er auf der Heizplatte steht, umso stärker wird er, der gute. So. Dann werden wir mal hier ein paar Sachen loswerden. Zwergenstiefel der Muskelkraft. Die Tragfähigkeit wird erhöht. So, die Muskelkraft, die ist, die brauchen wir erstmal so nicht. Da können wir genug tragen. Schuppenhornrüstung. So, dann haben wir noch die orkischen Stiefel, die leichten Elfenpanzerhandschuhe. Die werden wir uns gleich wieder genehmigen. Und wir verkaufen. So, Thomas, was laberst du hier? So, Bärenklauen, Zutaten, Essen, Hawkerfleisch, weg damit. So. Zaubertränke, Bekleidung hatten wir schon alles durch soweit. So, die Spitzhacke behalten wir natürlich, um hier und da mal ein bisschen was zu verkaufen. So, und sonstiges Bücher, Zutaten, Schrift, Rollen vielleicht. Rolle der Besetzung. Rolle des Rufs zu den Waffen. Rolle der Besänftigung. So. Frostbissgift. Können wir zwei verkaufen. So. Alles klar. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Das glaube ich. Das glaube ich sehr gerne. So. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Was ist mit eurer Tochter geschehen? Ich habe unsere Tochter Lilia zur Heilerin erzogen. Auf dass sie sich eines Tages um den Schrein des Talos kümmern und mich als Priesterin des Talos ersetzen möge. Als die Kämpfe um das Weißgold-Konkordat ausbrachen, lief sie weg, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Sie trug das Feuer ihres Vaters in sich. Wie konnte ich da Nein sagen? Sie ist da draußen gestorben, nachdem sie nur wenige Monate lang die Wunden der Soldaten versorgt hatte. Wir haben ihre Leiche nie gefunden. Das Kaiserreich hat alle Toten verbrannt. So, was könnt ihr mir über Talos erzählen? Er ist der Bewahrer aller Völker, der Drache des Nordens, Schutzheiliger aller Nord. Und trotz der Kaiserlichen und ihres Vertrages wird er immer einer der neuen Göttlichen bleiben. Ein gläubiger Nord würde lieber im Kampf fallen und die Erde mit seinem Blut tränken, als dem Kaiserreich zu erlauben, Talos Namen aus der Liste der Gottheiten zu streichen. Entschuldigung. So, woher kommt all dieser Hass auf das Kaiserreich? Talos ist Teil unserer Kultur. Er ist Teil unseres Erbes und unserer Tradition. Er verkörpert Himmelsrand. Wenn einem all dies so plötzlich genommen wird, ist das, als würde man jemanden verlieren, der einem sehr nahe steht. Das Kaiserreich hat mir schon die Tochter genommen, aber bei Talos, unsere Heimat, werden sie nicht bekommen. Hm, alles klar. Talos schütze euch. Mhm.
Oh Mann. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Und zwar... Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. So, Fastred, die Gute. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Ich überlege gerade, kann ich denn hier noch irgendwas erledigen? Ne, rein hier. Ach so, genau. So, aktueller Standort. Kehre zu Wekel zurück. Geht ihr wirklich an die Nieren? So, Wekel, mein Guter, wo... Das Wissen ganzer Bibliotheken oder lasst fehlende Körperteile nachwachsen mit meinem echten Falmer-Blut-Elixier. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greta. Kauft Kondome. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifton und kümmert sich nicht genug um sich. Hä? Die besten Preise und die höchste Qualität im ganz Himmelsrand. So, ich muss wahrscheinlich runter. Weg hier. Hat der gute Mann unten gewohnt? Am Rattenweg? Ist der gut? Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Kauft echtes Falmerblut-Elixier. Lebt. So, warte mal. Weg hier. Wekel, kehre zu Wekel zurück, wenn ich die jetzt ausmachen würde. Ach so, Wekel ist im Rattenweg. Ein anderer Menschen. Na dann, auf zum Rattenweg. Was? So. Und meine. Vorgehensweise ist dann auch immer dieselbe. Hier drüben. So, beschworener Bogen. Wie hat er das denn gemacht? Das tut doch weh, mein Freund. Das tut doch weh. So, das haben wir soweit. Ja, wir brauchen mal ein Schild irgendwie, ne? Ein vernünftiges Schild. Das wäre eigentlich prinzipiell Hängemoos hinzugefügt. Hängemoos? Ohne Hängemoos nix hängelos. Okay, So, der Feuerdronarch ist ein bisschen... Der ist ein bisschen agiler, deswegen werde ich den... der orkische Bogen. Deswegen werde ich den... Eisadronarchen werde ich hier unten nicht benutzen. So, das war ja klar. Ah, der einzige Nachteil von dem Feuerfang. Huch. Können die sich unsichtbar machen? Sind die irgendwie so
hier irgendwas verpasst? Sag mal. Ist das irgendwie... So, warte mal. Falmer-Schild. So, genau. Oh. Rutsch mal bitte. Oh, Vorsicht, meine Freunde. Hier ist ein bisschen... Hier ist ein bisschen die Hölle los, wenn hier nämlich der... das ist alles Brandbeschleuniger hier unten. Wenn der losgeht, dann macht sie einmal richtig kräftig Rums. So. Hier haben wir noch ein bisschen Zeugs irgendwie. So ein bisschen Verwirrung war jetzt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die... Dass die Gegner, diese Banditen, die hier unten rumrennen, irgendwie sich unsichtbar machen können. Irgendwie, jedenfalls habe ich sie nicht gesehen. Hm, komisch. Können die sich unsichtbar machen? Weiß ich nicht. Ich weiß es auf alle Fälle nicht. Aber das werden wir auch wahrscheinlich nicht mehr rausfinden. Ist, glaube ich, auch egal. Hauptsache, wir kommen hier wieder lebend aus dem... raus aus diesem Geflecht von Banditen verstecken. Ich würde einfach mal sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Da werden wir den Rattenweg weiter entlang schlendern und dann werden wir uns mal den Wekel mal zu Gemüte führen, was das für so ein, was das für ein Typ ist. Und dann bin ich quasi raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Ich bin euer Tommy.